in den beiden Kategorien der Studierenden und der Forscher, Pitches gehalten und jeweils nach jeder Kategorie die meisten Bilder bekannt gegeben. Meine Damen und Herren, heute geht es ja darum, den Ideenwettbewerb in besonderer Weise weiter zu kreieren. Ich kann Ihnen mitteilen, dass wir als Landesregierung, als Wirtschaftsministerium diesen Ideenwettbewerb, der bis 19 läuft, wir werden ihn verlängern um weitere 2 Jahre bis 2021. Jetzt geht's los? Ja. Okay, und los. Hi, ich bin Niklas Nestel, ich bin 25 Jahre alt, ich studiere Produktdesign hier an der Hochschule Wismar und ich liebe Fahrradfahren. Und was ist noch besser als Fahrradfahren? Mit dem Fahrrad verreisen. Und was ist doof an Fahrradreisen? Die Fahrradtasche. Ja, also ich bin Cara. Ich bin Dennis. Und wir sind die Gründer von Leafbot, Plant Care for Your Home. Unser Robotersystem soll für jeden sein, der eine Pflanze zu Hause hat. Ich bin Philipp Schwers, ich habe das Karteikartensystem entwickelt. Das ist eine Online-Plattform, um gemeinschaftlich auszuarbeiten und effektiv zu lernen. Und die Besonderheit dabei ist, dass wir natürliche Sprache benutzen, um mit dem Lernsystem zu interagieren. Und wir benutzen auch künstliche Intelligenz, um aus PDFs automatisiert, ohne viel Aufwand, direkt Karteikarten zu erstellen. Das System ist bereits Realität, das heißt, wir haben 1800 Nutzer und das Ganze ganz ohne Werbung. Also mein Name ist Christian, ich bin im 8. Semester BWL und mich stört es total, dass wir im Restaurant auf diese Karte angewiesen sind. Ich hätte nämlich gerne Bilder. Was wäre, wenn die Gestaltung eines schönen, gesunden Garten kinderleicht wäre? Und ich habe heute Morgen schön Rührei gegessen. Mit Eiern aus Rückenziehen, mit Petersilie aus Weithin und mit schönen Speck aus Walin. Alles aus der Gegend. Doch wie kriege ich diese Produkte? Ich möchte regional essen und beziehe alle meine Produkte oder sehe alle meine Lebensmittel auf Deutschlands ersten und größten Internetmarktplatz für regionale Produkte. Ich habe hier Intonationstrainer entdeckt. Wenn ein Kind zu Hause Geige übt, dann hört sich das ungefähr so an wie so ein Fußballspieler, der versucht, die Nationalhymne zu singen. Kann sich das vorstellen. Und bei aller Liebe zur Musik oder zum Fußball, man muss nicht alles ertragen als Elternteil, das zu Hause das aushalten muss. Deswegen habe ich den Intonationstrainer entwickelt. Das ist dann eine Software, mit der kleine Musikschüler ganz schnell besser klingen werden. Meinetwegen auch Fußballer schnell besser klingen werden. Und damit hoffe ich, dass ich ihnen alle jede Menge Schmerzen ersparen kann. Hey, ich bin Paul Netze, studiere im 6. Semester BWL in Stralsund und Sie alle kennen sicherlich die Krankheit Alzheimer und wissen auch, dass die unheilbar ist leider. Aber man kann Abhilfe schaffen und zwar gibt es viele finanzielle Probleme, die dort entstehen und gleichzeitig auch viele Stressprobleme. Und eine Möglichkeit, diese beiden Probleme gleichzeitig zu lösen, ist das Memo-Board. So, machen wir weiter. Als nächstes das Team Sizes, Sekina Mandelarzt, Billy Jatosch und Tarek Mandelarzt. Sekina, bitte. Ja, geht schon los. Ja, hallo. Unser selbstlernender Roboter Sizes ist die Antwort auf den Nachfragenüberhang in der Informationssicherheit, fehlendes Expertenwissen und mangelnde finanzielle Ressourcen bei kleinen und mittleren Unternehmen. Wir haben Sizes mit dem Wissen von Datenschutzbeauftragten und Informationssicherheitsbeauftragten gefüttert, damit er quasi mit unseren Kunden Gespräche führt und daraus Handlungsalternativen ableitet. Dazu leisten werden, dass wir in 4 Jahren unsere Fußballnationalmannschaft wieder im Finale sind. Ich denke, jeder von Ihnen kennt das Problem, wenn er schon mal Fußball geguckt oder sogar gespielt hat, dass rutschende Schienbeinschoner eines der größten Probleme sind von Fußballspielern. Ich habe eine Vorrichtung entwickelt, mit der es möglich ist, dass ein Spieler und Kunde selbst zu Hause seinen Unterschenkel abformt in einen muskulär aktiven Zustand. Daraus kann ich als Anbieter dann einen Schienbeinschoner fertigen, der absolut rutschfrei ist zum allerersten Mal, den ich online vertreiben kann und so schon hunderttausende Kunden allein in Deutschland erreichen kann. Dankeschön.
Sie, dass weltweit bereits 10% der Menschen an der Niere erkrankt sind und dass aktuell kein heilendes Medikament am Markt ist? Um das zu ändern, ist es notwendig, die Virenstruktur genau analysieren zu können. Bisheriges Verfahren ist zu zeitintensiv, ungenau und teuer. Wir haben ein revolutionierendes Verfahren mit PEMP entwickelt, was es nun erlaubt, sehr schnell, quantitativ und exakt die Virenstruktur zu bestimmen. Ja, ich bin Rita und ich beschäftige mich täglich mit Düften. Vorab habe ich eine Frage, wer von Ihnen hat in den letzten 12 Monaten online eingekauft? Das sieht gut aus, weil jeder zweite von uns tut das auch in Deutschland. Aber das Problem der Online-Verkäufer ist es, uns als Kunden zu halten. Mit Düften schaffen wir das aber, die Kunden zu binden, weil Düfte auf hochemotionaler Ebene neuronal wirken. Und wir damit...